Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die Wintermode 2020 und wenn du ein paar neue Outfits brauchst, dann bist du hier richtig. Das ist das Outfit Nummer 1 und hier sind mehrere Trends dabei, wie zum Beispiel Karo. Karo trägt man schon länger und diese Hose ist neu, sie ist von H&M und fühlt sich sehr gut an. Der nächste Trend sind weiße Schuhe. Schuhe in Weiß trägt man noch nicht so lange, die sind von Högl, ohne Absatz, sehr bequem und weiße Schuhe kannst du sehr gut kombinieren. Du musst nicht immer alle Trends tragen, du kannst Trends mit Klassikern kombinieren, wie zum Beispiel mit einem einfachen weißen T-Shirt, das ist aus Baumwolle und auch von H&M. Wenn es Kälte ist, dann würde ich auch so eine Weste dazu anziehen. Sie ist aus Wolle von Benetton und auf der Hose sind auch Karos in Beige. Deshalb passt das auch sehr gut dazu. Wolle kratzt nicht und du schwitzt auch nicht in Wolle und wenn es draußen noch kälter ist, also im Winter, dann kannst du auch so eine Jacke, dicke Jacke dazu anziehen. Diese Länge und auch Farbe, das ist ein gebrochenes Weiß, ist jetzt sehr trendig und du musst ja nicht alle Trends tragen. Am besten ist es, wenn du deinen eigenen Stil findest und das trägst, was dir passt. Das ist das Outfit Nummer 2 und auch der nächste Herbst- und Wintertrend, und zwar das ist Leder. Leder trägt man jetzt nicht nur in Schwarz, sondern auch in anderen Farben. Diese Hose ist von Mango, wie auch der Pulli. Der Schuh ist ein bisschen älter, ist von Paul Green und im Winter kannst du einen Mantel dazu anziehen, so wie zum Beispiel diesen in Karo. Wie gesagt, dieser Herbst und Winter ist sehr farbig und auch das nächste Outfit wird ein bisschen bunter. So bunt kann dein Outfit diesen Winter auch aussehen, denn es ist nicht nur schwarz, weiß und grau modern, sondern eine große Palette an Farben. Diese Hose in Rot ist von Hallhuber, das Hemd in Blau mit Punkten in Weiß und Braun von Eterna, das ist 100% Baumwolle, das habe ich sehr lange gesucht. Und der Blazer in Beige in Kamelfarbe ist von Mango, Schuhe sind von Dominici. Und wenn es so richtig kalt ist, dann kannst du so einen Teddymantel dazu anziehen. Das ist jetzt sehr modisch diesen Winter und auch die Farbe ist in und passt auch zu dem restlichen Outfit. Das ist der Look Nummer 4 und ein Riesenthema ist eine Colette-Hose. So eine ähnliche habe ich auch schon mit 17 getragen. Die ist von Comma. Die Jacke aus Leder, Leder ist auch trendig, ist von Mango. Und noch ein Trend sind diese Boots, die sind von Kauf dich glücklich. Und im Winter kannst du so eine dicke Jacke dann dazu anziehen, wenn es draußen kalt ist. Die ist in gebrochenem Weiß und so schaut es lässig aus. Das ist das Outfit Nummer 5 und da sind auch wieder mehrere Trends dabei, wie zum Beispiel dieses Oversize-Hemd. Das ist aus Baumwolle von Mango. Dann die Jeans, eine kurze Jeans trägt man jetzt, die ist von Rich and Royal. Und du kannst auch eine Weste drüber ziehen. Westen sind jetzt auch ein großes Thema, so eine Oversize-Weste. Und dann, wenn es draußen kalt ist, kannst du noch einen Karomantel drüber ziehen. So bist du trendig angezogen. Ich hoffe, dir haben die Wintertrends gefallen, sowie auch das Video. Falls du Fragen hast, schreib sie mir in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video, in dem es um Outfits für die ganze Woche geht. Ich freue mich schon drauf. Ciao! Thank you.